Hallo, ich stelle euch heute Margors Lesezauber vor. Das ist auch von Tiptoy, allerdings kein Buch, sondern ein Spiel. Es ist für Kinder von 5 bis 9 Jahren geeignet. Genau, das ist jetzt das aufgebaute Spielbrett. Und wie bei allen Tiptoy-Sachen kann man mit dem Stift das Spiel aktivieren, indem man auf den An-Knopf tippt. Willkommen im Spiel Margors Lesezauber. Mit den Zeichen unten neben dem Zauberkessel kannst du das Spiel steuern. Ganz links ist der An-Ausschalter. Das orange Zeichen mit dem I gibt dir während des Spiels Hilfen oder Informationen, falls du nicht weiter weißt. Tippst du auf das rote Zeichen mit den zwei weißen Pfeilen, kannst du die Ansage überspringen, die der Tipptoy gerade macht. Und mit dem grünen Zeichen, das mit den beiden weißen Pfeilen, wiederholt der Tiptoy seine letzte Ansage. Das nächste Zeichen, ein rotes Auge, steht für Entdecken. Wenn du es aktivierst, kannst du mit dem Tiptoy auf alle einzelnen Teile des Spiels tippen, um mehr über sie zu erfahren. Mit den Würfelzeichen daneben startest du die Spiele. Den Würfel mit einem Punkt tippst du an, wenn du am Anfang erst einmal Spiel 1 spielen möchtest. Den Würfel mit zwei Punkten, wenn du schon einiges mit Buchstaben gezaubert hast und das etwas schwierigere Spiel 2 spielen möchtest. Und den Würfel mit drei Punkten tippst du an, wenn du bereits etwas Erfahrung mit dem ganzen Buchstaben- und Lesezauber hast und glaubst, dass du Spiel 3 meistern kannst. Wir klicken jetzt erstmal auf das Auge entdecken und klicken. Entdecken. Und klicken auf eins dieser Fläschchen. In diesem Teil des Schrankes ist meine Sammlung mit Zauberfläschchen. Welche magischen Wörter darin stecken, erfährst du in Spiel 2. Okay, dann klicken wir mal auf diese Tafel. Ach so, der zeigt dir die einzelnen Gegenstände an. Oder benennt diese. Lampe. Ampel. Jäger. Sofa. Dann haben wir hier rechts noch was. Das hier sind die Schubladen für all meine Zauberdinge. Ich habe darauf genau notiert, was hineingehört. Was darauf geschrieben steht, erfährst du in Spiel 3. Okay, also sind das die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Ich klicke jetzt einfach mal auf Spiel 1 für die Anfänger. Willkommen im Spiel mit Margor, dem Zauberer, und seinem kleinen, frechen Raben. Erstmal möchte ich wissen, wer mitspielt. Nehmt euch jeder ein Spielerplättchen und tippt diese reihum mit dem Tiptoy an. Sobald ihr euch alle angemeldet habt, tippt auf den grünen Zaubertrank im Kessel. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf, weil ich das Spiel jetzt nicht gegen mich selber spielen werde. Das macht auch wenig Sinn. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne noch ein paar Sekunden warten bis zum Outro und da könnt ihr meinen Kanal wie immer kostenlos abonnieren.